Um mit dem Panther von Level 14 auf Level 15 zu kommen, müssen wir in den Raketensilo-Ruinen von Golem Island zweimal 10 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Im Außenposten Red Phoenix zweimal 4 Gegner töten, ohne einen einzigen Fehlschuss. Und in der Scandium-Mine auf Golem Island 3 in 4 Sekunden töten, und das dreimal. Also dreimal 3 Gegner in 4 Sekunden töten, nehme ich an, soll das heißen. Also, ja, auf geht's. Ich möchte mich hier bei dieser Gelegenheit nochmal dafür entschuldigen, dass ja in den letzten paar Folgen immer noch der Schriftzug am Anfang zu sehen war, von 10 auf 11. Den hatte ich nach dem einen Versprecher mal eingebaut, in dem einen Video, in dem ich irgendwie sagte, von Level 9 auf 10, obwohl es Level 10 auf 11 war. Oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann danach vergessen, den Schriftzug wieder zu entfernen. Und ja, das war ein bisschen, hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Ja. Sorry dafür. So, zum Glück sagen hier ja die ganzen Herausforderungen einfach nur töten. Töten Sie 10 Gegner hier, ohne entdeckt zu werden. Steht ja nicht da mit was. Wie weit ist das weg? 109. Alles klar, da kann ich ja noch ein paar Meter gehen. 200 Meter Reichweite haben die Simultanschussdrohnen ja. So, jetzt haben wir hier die maximalen. Dann lassen wir die Simultanschussdrohnen schon mal schießen. Zack, zack. Ein bisschen Glück hat es keiner gesehen. Ich stelle hier mal um auf Einzelschuss. Wobei, na, ich lasse auf Auto. Ist das da hinten eine Kiste? Hat da gerade eine Kiste geblinkt? Ich habe hier noch eine Kiste. Es gibt hier auf jeden Fall. Die ist ganz da unten drin. Oh no. Da gibt es noch einen geilen Blade Carrier. Hier, SNS Blade Frame. Die Weste sieht ziemlich geil aus. Die hätte ich schon gern. Mal schauen. Ist das ein Gegner, der da hinten rumläuft? Nee, ne? Wow. So, ich weiß aber, dass es hier außerhalb noch genügend Gegner geben sollte. Und deshalb kletter ich wie schon bei einer anderen Klasse erstmal hier auf das Silo drauf. Da haben wir ein bisschen mehr Sicht. Da können wir unten rechts die Wache hier vielleicht noch sehen. Ich mach mal Wärmebild an. Tja, leider sieht man nicht besonders viel. Da. Okay, da haben wir Nummer 1. Da hinten läuft Nummer 2 oder steht Nummer 2. Und wo ist Nummer 3? Da hinten. Ich hoffe, niemand sieht die umfallen und dann werde ich Kacke wieder am Dampfen. Shit. Und die wissen jetzt aus irgendeinem Grund wieder genau, wo ich bin, weil because of reasons. Ich baue mir mal gerade schnell hier noch ein paar neue Simultanschusströnchen. Denn meine ganze Taktik hier baut auf die Simultanschussdrohnen auf. Und da wäre es ziemlich blöd, wenn wir hier immer zum Biwak gehen würden, um die nochmal zu, ja, nachzubauen. Diese ganzen Herausforderungen, diese ganzen Dinger, ich könnte es so einfach haben, wenn ich einfach mit KI-Kameraden spielen würde. 7 Gegner auf einmal wären das mit KI-Kameraden. 3 Simultanschussdrohnen, 3 KI-Kameraden und ein Schuss selbst. Okay.
Da haben wir die drei. Da haben wir den. So. Weiß nicht, wie viel wir haben. Die kommen aber gleich zu mir. Das ist schlecht. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Ich muss hier weg. Bevor ich nicht mehr wegkomme. So, da haben wir zumindest schon mal die ersten 10. Und ich habe, wenn ich mich nicht verzählt habe, wieder nur eine Drohne übrig. Die schicke ich mal direkt dahin und baue direkt noch neue nach. Ist das Cheaten? Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht ist es nicht ganz im Sinne des Erfinders. Aber hey. If it's in the game, sage ich immer. Wenn es im Spiel ist, kann ich es auch nutzen. Zack. So. Viel sind es nicht mehr. Wir haben jetzt auf jeden Fall 4 hier ausgeschaltet. Das heißt, es wären eventuell noch 6 Gegner. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wo die sind. Haben wir hier überhaupt noch Lebende? Ja, 2. 3. Okay. Den kriege ich von hier. Oh, sind 2 hier. Nummer 1. Der andere ist zu weit weg. Ich lege mich mal hin, nur zur Sicherheit. Der müsste ein bisschen näher kommen. Ach du Scheiße, kommt da eine dicke Drohne. Wie weit ist er denn weg? 170. Da kann er doch nicht zu weit weg sein. Das sind doch keine 30 Meter. Also zwischen den beiden vielleicht schon, aber nicht von meiner Position aus, oder? Vielleicht ist er einfach zu press hinter der Deckung. Los, lauf los. Sonst schieße ich einfach so. Das Problem ist, wenn ich dann entdeckt werde, dann war es das halt, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Keine Ahnung. Lebt er noch oder ist er tot? Ist er tot oder lebt er noch? Nein, er lebt noch. Das ist schade. Ah, die Drohnenspray. Sicher ist sicher. Komm schon. Halt den Kopf noch mal raus, ja. Scheibenkleister, das gibt's doch nicht. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich muss jetzt hier weg. Ist da drin jemand? Nee, ne? Das ist alles sauber. Alles easy. Ich könnte natürlich die Tatsache, dass ich jetzt hier vermutlich zumindest halbwegs entdeckt wurde, nutzen, indem ich da eine Granate eine Mine hinlege. Oh, da kommt schon jemand. Oh. Und hier auch noch eine. So, viel Spaß damit, Jungs. Ich darf nicht so weit weg, sonst zählt es nicht mehr als in der Scandium-Mine. Ist nicht Raketensilo-Gedöns, nicht Scandium-Mine. Nochmal hier. Einmal Deo. So. Ich sehe keine Gegner mehr. Ich habe eben gemeint, ich hätte einen laufen gesehen, aber
Offenbar. Er sitzt immer noch da. Ansonsten ist auch alles irgendwie tot. Tot oder abhanden. Tja. Am einfachsten wäre es jetzt natürlich, mich töten zu lassen und dann nochmal hierher zu kommen. Damit die Gegner halt gespawnt sind. Aber das wäre auch irgendwie ein bisschen lame, oder? Ich würde jetzt gerne erstmal die Drohne hier loswerden. Dafür benötige ich C4. C4, 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 C4. Na komm, MK2, aber was soll's. 800 Sprengstoffschaden und MK1 500. Die Frage, reicht eins? Das werden wir gleich rausfinden. Eventuell, wenn ich nicht vorher gekillt werde. Oder überfahren werde von dem Ding. Ja, angeheftet. Nice. Und Sprengung! Okay, das reicht nicht. Oh shit. Jetzt. So. Okay. Laufen die oder sitzen die noch? Ist immer so ein Hin und Her. Der sitzt noch, ne? Der ist. Oh, da hinten kommt noch einer. Noch einer. Oh Gott. Weg hier. Weg hier. Weg, 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 weg. Lauf. Forrest, lauf. Mal da oben hin. Oh nein, ich hab die nicht ausgewählt. Oh. Guck mal, wo sie hingehen. So. Warum geht er denn immer in die Third Person? Und da haben wir das erste. Nice. Sehr nice. So, wo habe ich die Minen hingelegt? Minen, wo seid ihr? Ich weiß, einen habe ich hier irgendwo hingelegt. Da war sie. Zufälligerweise genau richtig. Die andere, glaube ich, da knapp vorm Eingang irgendwo, ne? Hier. Ja, perfekt. Hab sie nicht gesehen, aber hat geklappt. Gut. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt nochmal gerade neu hier ein paar Simultanschusströnchen und entscheiden dann, wo wir hingehen. 4 Gegner im Außenposten Red Phoenix ohne einen einzigen Fehlschuss. Das können wir easy mit Simultanschussdrohnen machen. Red Phoenix, das ist der hier. Na gut. Ich markiere mir den mal. Ach, ich bin im Kampf. Anno. Blau. Weißt du was? Ab geht's, dann versuche ich noch die Kiste zu bekommen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Der Feind ist in diesem Gebiet. Seid wachsam. Aber wo ist die Kiste hier genau? Vielleicht sollte ich mich doch noch mal heilen. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Hier nicht direkt. So, wir haben hier einen Gang und da einen Gang. Irgendwo da wird die Kiste ja wohl sein. Ich war noch nie hier drin. Was unschwer daran zu erkennen ist, dass ich die Kisten noch nicht habe. 2.500 Geldcredits gibt es ja auch noch. Hat er gerade gesagt, keine Feinde mehr? Ist der Hai? Ich hoffe, die kommen nicht runter oder greifen gleich von hinten an. Das wäre fies. Mhm.
Ich würde gern genau wissen, wo der Kamerad da ist. Da haben wir hier doch die Sensorgranate. Kling. Da sind drei drin. Oh, hallo. Oh, da ist noch einer. That's bad. Oh shit, ich glaube, er hat mich gesehen. Ziel bestätigen. Bedrohung in der Nähe. Los. Von hinten auch? Ich weiß es nicht. Identifiziert die Bedrohung und greift an. Hilfe! Ich fühle mich gejagt. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Umgebung scannen. Ich sollte gleich mal nachladen. Ja. Ich auch. Ich habe auch keine Deckung. Gewöhn dich dran, Mann. Hilfe! Sag mal. Dat aim. Immer noch einer drin. Das von hinten? Identifizieren und angreifen. Ja, Bane, alles klar. Ich gehe mal da hinten hingucken, ob da noch jemand ist. Da ist die Kiste. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt sterbe, dann hasse ich aber alles. Wie konnte ich die denn eben übersehen? Ich habe halt einfach nicht dran damit gerechnet. Und die andere Kiste, die ist irgendwo weiter drin. Und dann kann ich ja jetzt auch einfach da reinrennen, ist ja egal. Was ist denn dieses Geräusch immer? Schon wie eine Störung. Okay, da haben wir ja ganz schön Chaos verursacht hier. Warum sehen die mich denn nicht? Ist hier so dunkel. Na gut, ich habe den Perk schmaler Schatten ausgewählt noch. Sah so viel aus. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Ich weiß auch nicht, wo ich hier hinlaufe. Anstatt die letzten beiden Herausforderungen zu machen. Einfach hier rum und töte Leute. Gut, aber ich denke, wenn wir aus dem Kampf draußen sein sollten, sind wir natürlich nicht. Und da komme ich nicht hoch. Prima. Das finde ich ja ganz toll. Hänge ich jetzt hier? Alles klar, ich hänge. Ich kann nichts machen. Oh, ich habe es geschafft, bin rausgekommen. So, aber von hier kommt man nirgends mehr weiter. Dann lassen wir erstmal das Nachtsichtgerät aus, wenn wir sterben, sterben wir. Die 2500 Skelcredits, die sind jetzt nicht so wichtig. Ich sehe ja gar nichts da. Ein bisschen was sehen würde ich schon gern. Oh, hallo. Okay. Hab die gar nicht gesehen. So stockfinster da. Klappt ja gut. Wenn ihr jemanden seht. Ach, kommen die Geräusche hier von den Raid-Teilern teilen hier. Gibt es hier vielleicht noch Infos oder so, die ich einsammeln kann? Waffenteile gäbe es noch, aber die Kiste muss hier ganz in der Nähe sein. Hinter mir irgendwo. Oh, hallo. Was machen Sie denn hier? Wohnen Sie hier? Wer rückt zum Angriff vor? Mal schauen wir, wo die Kiste ist. Da. So. Entfernung 13 Meter. Ich will diese Kiste.
oder beim Versuch sterben. Ach, guck mal. Wie nett. Gut. Bedrohung ist in der Nähe versteckt. Ja, töte mich. Und angreifen. Töte mich bitte. Töte mich. Mist. Töte mich doch. Bedrohung, mein Gott. Mist. Ich warte noch 3 Sekunden, bevor ich anfange zu schießen. Zu schießen. Oh nein, der Feind steht direkt vor mir. Was soll ich nur tun? Wo ist der Abzug? Okay, gut. So, jetzt sind wir außerhalb des Kampfes und jetzt können wir zum Viva kreisen, wie ich das eigentlich eben schon vorhatte. Auf geht's. Aber noch 2 Kisten eingesammelt. Ich beschwere mich nicht. So, dann. Wir haben hier unten Außenposten Red Phoenix. 4 Gegner ohne einen einzigen Fehlschuss. Einzelfeuer. Simultanschussdrohne. Ab geht's. Warum macht er denn keinen Fallschirmsprung? Ich lauf da nicht hin. Nein, vergiss es. Vergiss es, Junge. Ich lauf da ganz bestimmt nicht hin. Du springst da mit dem Fallschirm runter. Dass das mal klar ist. Ist das? Ja, das ist der Außenposten, an dem ich den Trick mit den mit den Drohnenträgern versucht habe oder machen wollte. Gibt halt verdammt wenig Deckung hier. Vielleicht soll ich den einfach mal... Wo ist er denn? Da. Bling. Number one. Meine Markierung kann weg. Was macht er die Markierung an? Ich will die Markierung entfernen. Ja, dann scan halt, komm. Hier gibt es ja noch ein paar Gegenden, die ich nicht gescannt habe. Hier zum Beispiel. Irgendwo da hinten habe ich auch noch was gesehen. Ja, genau. So, zack. Mal wieder ein paar Punkte. Ein paar Fragezeichen weniger auf der Map. Oh, da gibt es auch wieder 2500 Skrets. So, aber eigentlich wollte ich mit der Drohne doch gucken, ob da noch Gegner rumlaufen. Und wie viele. Einer. Drohnenträger. Perfekt. Das ist wirklich... schon fast zu perfekt. Steht ja nicht 4 Gegner mit 4 Kugeln, steht ja nur ohne einen einzigen Fehlschuss. Gut, wir müssen das 2-mal machen, aber so ein Drohnenträger ist ja potenziell 4 Treffer. Also 4 Kills. Weil die Drohnen auf den Rücken ja auch als Gegner zählen. Oder? Haben sie doch, ne? Die waren nur irgendwie immun gegen Explosionsschaden aus irgendeinem Grund. Wie steht er denn jetzt da? Komm, dann mache ich dich halt eben so weg. Mir auch egal. Aber natürlich nicht, bevor ich gecheckt habe, dass dir keiner sieht. Keiner da? Alles klar. Gute Nacht. So. Dann können wir dann gerade mal schauen, ob die Simultanschuss-Drohnen-Kills hier auch zählen. Natürlich ist er auf den Rücken gefallen. Dann müssen wir ihn eben nochmal vom Dach werfen oder von der Treppe oder so. So, probieren wir es von der Treppe. Ah, ja, reicht. So. Nein, nicht Pistole. Und, hat's gezählt? Nein, hat nicht gezählt. Alles klar, also zählen vermutlich Simultanschuss-Drohnen-Kills nicht. Hallo Funker. Ja, der Simultanschuss-Drohnen-Kill hat ganz offensichtlich nicht gezählt. Das heißt, die Kills waren nur der Scharfschütze da oben, die beiden Drohnen hier
Und der Funker da unten. Alles klar. Also helfen uns die guten Drohnen hier nicht weiter, leider. Nummer 1. Und er ist auf den Bauch gefallen. Oh, wie perfekt. Wie perfekt. Sehr nice. Haben wir hier hinterm Zelt noch einen? Heute nicht. Schade. Sonst noch irgendwo einer herumspaziert. Auf dieser Seite. Na doch, da ist noch einer. Knipsen wir den noch aus und dann zerstören wir die Drohnen von dem einen oder von dem anderen, je nachdem, wenn der auch auf den Bauch fällt. Und dann haben wir das schon. Drohnenträger sind für diese Aufgaben immer sehr dankbar. Oder ich bin sehr dankbar für Drohnenträger bei diesen Aufgaben. So, wo ist er? Da oben haben wir natürlich noch einen Scharfschützen. Aufpassen, dass er nicht in meine Richtung guckt. Guckt, der guckt woanders hin. Nein! Ich habe daneben geschossen. Gut, okay. Aber es geht trotzdem. 2, 3, 4 und damit haben wir es. Aber die Drohnenteile von dem anderen, die hole ich mir auch noch. Was müssen wir denn als nächstes machen? 3 in 4 Sekunden. Ja gut, ich hoffe, dass da die Dingens zählen. Ach, jetzt ist der doch nochmal zurückgeflitscht auf den Rücken. Kann ich die einfach so fallen lassen? Nee. Klitschen zählt also nicht. Schade. Und? Moment. Ich sehe die Drohne nicht. Ich sehe sie, aber ich kann sie nicht treffen. Na komm, dann lassen wir's. Und reisen weiter zum... Wohin? Scandiumine. Das ist dieses Ding hier, ne? Ja. Also nochmal hier hin und dann darüber. Haben wir hier noch irgendwas, was ich nicht habe? Nee. Hier haben wir noch eine ziemlich ordinäre Weste. Dreimal sogar. Dreimal. 3 Gegner in 4 Sekunden. Kein Problem. Kein Problem. Schauen wir mal. Kommen wir da irgendwie per Fallschirm hin? Bestimmt, oder? Kann ich von da abspringen? Jupp, kann ich. Nice. I hope it counts. Because we need to get to the chopper. To the chopper. So, okay. Dann Drohnen sind ausgewählt. 6 Stück haben wir noch übrig. 1. Oh, das ist aber schon fast maximal Entfernung. Die da hinten kriege ich so nicht. Da unten jemand? Ja. 2. Nein, er geht weg. Und da ist die Drohne weg. Ich mache mal einen kurzen Erkundungsflug. Da unten steht einer, da läuft einer. Hätten wir 3. Mehr brauchen wir ja nicht. Oh, guck mal, wer da kommt. Das Problem ist, wenn ich die jetzt töte, dann kriegt der das da unten mit und schimpft und ruft Verstärkung. Das ist natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. So, das war Nummer 1. Ja, hier kommt wieder zurück.
Haben wir hier nicht noch irgendwo Wachen? Nee? Gibt's doch gar nicht. Warum sind hier so wenige Wachen? Na gut, kein Problem. Ab geht's runter. Mörser mal deaktivieren, nur für den Fall. So. Weit, zu weit weg. Schade. Wobei, ich brauche ja eigentlich nur zwei Simultanschussdrohnen zu bemühen. Denn dritten kann ich ja eigentlich selbst machen. Aber Simultanschussdrohnen sind halt sichere Kills, ne? So, und Nummer 3. 2 meine ich. So, jetzt müssen wir einmal neue Drohnen anfertigen. Und dann haben wir das letzte auch gleich geschafft. Allerdings sind die jetzt halt in Aufruhr, was ich mir schon gedacht habe. Kriege ich den da hinten so? Nee. So aber. Und damit sind wir auf Stufe 15. Ja, nice. Sehr nice. Jetzt aber weg hier.